So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu, naja, ihr seht's schon, Super Mario Bros. X2. Heute spielen wir mal was ganz anderes als erwartet. Heute spielen wir ein ganz gutes Spiel, was ich gefunden habe. Wo habe ich's? Tower of Beast X ist ein sehr bekanntes Spiel. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht mal spielen? Es ist doch schon ein sehr gutes und bekanntes Spiel. Und darum machen wir das auch. Ja, also das sind jetzt erstmal die Episoden. Wir werden das jetzt auch so einschätzen, dass wir mal verschieden spielen. Versteht ihr? Gut, dann lasst uns mal beginnen. Wir spielen natürlich mit dem Classic Mario und erster Slot. Ihr seht jetzt auch, dass wir auch den Screen verändert haben. Ich habe jetzt auf Fullscreen gedrückt. Das kann man jetzt einstellen. Jederzeit musst du dann aber immer das Programm wieder ändern. Wenn du auf Fullscreen-Mode nochmal drauf drückst, dann kann er es wieder ändern. Wir schauen uns erstmal die Gegend hier an. Okay, das ist der Tower. Dann gehen wir mal rein. Wir wechseln zwischen Luigi, Peach, Toad und Link. Was ist das denn hier? Land of the Free. The power of a green star is required to open this door. Achso, heißt, wir brauchen einen grünen Stern. Gehen wir mal runter. So, da. Außer Betrieb. Och man. Ich hätte jetzt gerne leckere Dings. Ah, hier brauchen wir auch einen grünen Stern für. Ah, okay. Ist in Ordnung. Ja, dann nehmen wir schon mal den ersten Stock in Analyse. Okay, wir müssen also hier rein. Tier 1. Also erstmal der erste Einstieg. Wow! The monsters above the doors indicate the level of difficulty. Okay. Okay, ich habe gerade gelesen, sie sind individuell. Individuell. Lern Deutsch. Gut, also die Mannschaft stehen hier für den jeweiligen Schwierigkeitsgrad. Kann man auch hier sehen. Das ist noch ein ganz easier. Hier sieht man optional. Das ist nicht so schlimm. Okay. 85. 8 Flight. A very short puzzle level. The level square. Aha, okay. Sehr interessant. Dann gucken wir mal, was das erste Level ist. Was zur. Ich nehme alle Coins mit. Was soll der Scheiß eigentlich? Naja. Haben wir unseren ersten Stern schon gesammelt. Kann ich direkt wieder die Folge aufhören. Nein, Spaß. Okay. Und jetzt. Miau Flash hat ein Level Switchcraft. Okay. Ja, auch nur ein Stern. Schwierigkeitsgrad 2 von 3 Mannschaften. Das ist schon etwas, ja, easy, sag ich mal. Also nicht ganz. Feuerblume! Ja, okay, gucken wir mal. Magic Peace Switch, was passiert, wenn ich da... Eine Tür öffnet sich, ja, hurra. Okay. Was ist das denn, ein P-Switch? Ich hab ein P-Switch drin oder wie? Nee, hier ist ein Key drin. Okay. Okay, noch recht einfach. Schon wieder eine Feuerblume. Das ist einfach mal ein Checkpoint. Das hab ich jetzt gerade irgendwie nicht verstanden. Da war einfach ein P-Switch und ein Stern. Hä? Verstehe ich irgendwie nicht.
Naja, solche Level muss man halt auch nicht verstehen. Okay, dann machen wir mal weiter. Wie weit es noch geht. Ob wir noch richtig viel zu sehen bekommen. Ich glaube, Optionalwege, das sind die Level, die extra etwas schwieriger sind. Ich glaube, die sollte man nur spielen, wenn man unter Pro ist. Hier sieht man auch den Schwierigkeitsgrad. 12 Mannschaft, das ist übertrieben. Gehen wir mal weiter mit Damon 64 Flying Beach hat er erstellt. Ja, ist eigentlich in Ordnung. Okay, das ist jetzt auch was Tolles. Mit Custom Graphics auch. Diese Blöcke sehen auch toll aus. Dö. Okay, Wasser kann man. Okay, Wasser darf man berühren. Tut mir leid, falls ich manchmal in das Mikrofon puste, aber ich atme sehr gern ein. Wow, das kommt nicht in Frage, da ich mich jetzt von dir noch treffen lasse. Alter, ich liebe solche, ich liebe die Musik jetzt schon. Ich war's schon. Ach man, die Level sind echt kurz irgendwie, finde ich. Also man kann sagen, die Level sind zwar kurz, aber auch ein bisschen blöd. Also ein bisschen langweilig, sagt man, so, wenn man so gestaltete Level hat. Wie einen optionalen Weg. Ich probiere das Level mal. Wenn es mir zu schwer wird, dann überspringe ich das halt. Aber ich glaube, so schwer ist das. Hä? England 1970. Wow. Hey, what the fuck? Lol. Alles klar, okay, also. Hä? Alles klar, du wirst ja halt einfach gerade angegriffen. Ja, moin. Ich gehe da jetzt nochmal rein, weil das sieht mir irgendwie falsch aus. Okay. Das ist ja so gefährlich ist das. Was ist das überhaupt? Ist das? Nee, dann müssen wir halt ein anderes Level spielen, weil das ist zu schwierig. Wie viele Level wir überhaupt in diesen Tower hier reinbekommen. Okay, also ich nehme lieber was anderes. Aber echt doof, dass mir auch meine Feuerblume einfach abgezogen wurde. Also das finde ich schon ein bisschen, ja, schon so ein bisschen unfair. Also, ja, aber auch, ich glaube, das ist ein Einsteigerraum und dann diese optionalen Wege sollten so schwierige Boss-Level sein, wahrscheinlich für solche. Ja gut, was heißt Boss-Level? Was ist das denn? Ach so, die kämpfen nicht. Bist du ein böser? Hey! Those are my car keys. Jetzt habe ich einen Autoschlüssel geklaut. Sorry, aber ich. Okay, er ist Feind. Ja, ich dachte halt erst, es ist so ein Freund, weil der stand halt nur. Hey. What? Ah, you want coins? Well, too bad. They're all mine. Und ich habe nur ein Leben, das ist bescheuert. Aber ich gehe nochmal zurück, weil hier ist das ganze Level ist total leer. Okay, so, bam, bam, bam. Hey, I was sleeping in there. Seit wann schläfst du in einem Block?
Ist es da nicht zu eng? I was gonna add the superstar. What the fuck? Die Welt ist schon co. Wow, was ist das denn hier, Alter? Twomp? Was soll die Scheiße denn hier? Ich glaube, das Spiel will uns hier auf eine Probe stellen, sehe ich hier gerade. Oh mein Gott, ein One-Up. Da war einfach ein fucking One-Up. Was soll die Scheiße? Was soll das? Warum? Warum? Nein, 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 nein. Also so mache ich nicht mal weiter. Komm, wir machen nur ein Level und dann ist Schluss. Master Archon und dann haben wir noch Superboy. Ja, komm, wir machen das eine Level noch. Komisch, ich gehe daran vorbei. Welcome to the darkness, only way is down. Okay, danke schön. Wow! Ach du Scheiße, wow! I'm scared, ich hab Angst! Du auch? Nein! Ich glaube, du kommst ja nicht mehr weg. Du musst jetzt immer hier bleiben. Tot. Ich möchte mal in die Klappe stecken. Ach so, wir dürfen hier nicht weiter. Wow, was ist das denn für ein Buh, Alter? Der geht ja übel schnell ab. Wow, yo, Alter. Laber nicht. Alter, was für ein Buh, Alter. Erstmal Pilz nehmen, Alter. Was geht denn da ab? Scheiß drauf. Ja, komm, das schaffen wir noch. Yo, Alter, ich werde hier verfolgt. Wow. Alter, was ist das denn für ein Level? Okay, so dunkel ist es jetzt auch wieder nicht mehr. Jetzt haben wir hier Lava. Was sind das für Level, Alter? Das ist doch nicht normal. Sag mal, ist das jetzt... Derjenige, der die Episode erstellt hat, der muss echt dumm sein. Wobei, jetzt waren halt mehrere, die da die Episode erstellt haben. Ich meine, dass jeder von diesen Usern hat ja ein Level erstellt. Ein Stern. Und eine Röhre. Und Zelda-Blöcke. Aber echt creepy sah das einfach aus. Aber diese Berufs, Alter, haben mich gejagt. Okay, ja. Haben schon 5 Sterne, okay. Ja, dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Bis dann und... Huch. Ciao. Hä? Hallo? Och nö, jetzt sag nicht, mein Bildschirm ist kaputt. Hallo? Ah, hier. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.